Dann begrüße ich mal die beiden Trainer. Zur linken Seite Gästetrainer Stefan Krämer, zur rechten unser Cheftrainer Bernhard Trares. Herr Krämer, zu wie immer das erste Wort dem Gast, bitte. Ja, vielen Dank. Erste PK für mich ohne Journalisten, auch ein bisschen komisch, ähnlich wie ohne Zuschauer. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft. Ich glaube, dass wir, obwohl wir jetzt auch nur eine Woche hatten im Mannschaftstraining, das schon vernünftig auf den Platz gebracht haben, was wir uns vorgenommen haben. Die erste halbe Stunde fand ich sehr, sehr gut. Danach haben wir so eine Viertelstunde ein bisschen den Zugriff verloren. Da hat Waldhof mit einem guten Positionsspiel uns in der Raute schon Probleme gemacht. Deswegen haben wir in der Halbzeit unsere zweite Kette flach gezogen, damit wir besser verteidigen können. Was ich der Mannschaft ankreiden muss, ist die Chancenverwertung. Ich glaube, dass wir zu viele Chancen brauchen, Stand jetzt noch, um dann nachher vielleicht auch ein bisschen ruhiger das Spiel zu haben. So mit nur einem Tor Vorsprung gegen so eine gute Fußballmannschaft ist es immer dann bis zum Ende eng. Aber trotzdem unterm Strich glaube ich, dass wir es verdient gewonnen haben. Und ich bin mit der Leistung der Mannschaft nach so einer langen Pause und so einer kurzen Vorbereitung sehr zufrieden. Vielen Dank. Bernhard, dein Kommentar zum Spiel? Ja, erste halbe Stunde, klar, waren wir nicht so im Spiel. Hat Uerdingen, ich sag mal, die Oberhand gehabt, waren wir nicht aggressiv genug im Zweikampf. Ja, da kannst du über Taktik und Positionsspiel viel reden. Wenn du, ich sag mal, im Einzelnen 1 gegen 1 und in der Ballbehauptung dich nicht durchsetzt, das war nicht gut, die erste halbe Stunde. Dann haben wir das Spiel in den Griff gekriegt, haben die Top-Chance zum Tor, müssen das Tor machen. Durch Ari, wo ein Torwart noch ausspielt und dann das leere Tor vor sich hat, macht es nicht. Und genau in der Phase kriegen wir dann, wo wir eigentlich das Spiel in den Griff kriegen, kriegen wir das 1-0. Ja, okay, gehen die Halbzeit, ich habe versucht, die Jungs ein bisschen aufzuwecken, aufzurütteln, das ist mir im Grunde, finde ich, gut gelungen. Die Mannschaft ist gut zurückgekommen, war aggressiver, war präsenter, aber klar, mit 0-1 im Rücken lässt es natürlich ohne Zuschauer und emotional für den Gegner dann auch etwas einfacher spielen. Klar, dann Standard 2-0 gegen V-Spiel voran. Okay, Schiedsrichter hat es nicht gesehen, müssen wir so annehmen. 2-0, dann haben wir alles probiert, sind nochmal rangekommen und ich finde, in der zweiten Halbzeit haben wir einen ordentlichen Ball gespielt. Spiel haben wir vom Gefühl her, wenn dann in der ersten halben Stunde verloren. Danke. Du hattest angesprochen, dass ihr die erste halbe Stunde verpasst habt. Hat es deiner Meinung nach was mit der Pause zu tun? Kann ich so nicht sagen. Ich sag mal, wir haben kein Freundschaftsspiel gehabt, der Gegner auch nicht. Der Gegner hat natürlich eine andere körperliche Präsenz. Wir wissen auch, wie unser Trainerkollege spielt. Das haben wir ja hier gegen Uerdingen schon gehabt. Wir sind natürlich vom Gefühl her schon ein paar andere Männer auf dem Platz, vom Körper her. Wir haben eher, ich sag mal, kreativere Spieler und da haben sie uns in der ersten halben Stunde ein bisschen den Schneid abgekauft. Ja, wo du dann trotzdem auch wenn du etwas körperlich schwächer bist, wo du dich dann einfach durchsetzen musst. Das haben wir nicht gut gemacht und haben dadurch, ich sag mal, dem Gegner die eine oder andere Chance zugelassen und haben es versucht, dann in der zweiten Halbzeit zu korrigieren. Aber klar, mit einem 0-2 wird es dann einfach schwer. Kannst du schon was zur Verletzung von Valmir sagen? Nee, kann ich so jetzt nicht sagen. Ja, nee. Gut, also gab keine weiteren Fragen, von daher vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Okay. Perfekt.